ich garantiere Bullshit, Leute. Und wickelt euch darum, denn er möchte das wieder hochziehen. Wo viel Bewegung ist, ist so sehr schwer zu beißen und die Zähne danach noch drin zu behalten. Natürlich tritt er noch ein zweites, drittes Mal. Um das zu verhindern, gehen wir in das nächste Set von Drills rein und das ist jetzt so sehr angenehm für den, der unten liegt und nicht so angenehm für den, der tritt. Irgendjemand hatte gerade, kannst du kommen mit deinem Schienbeinschutz? Ah, ne, das sind Knieschoner. Hat jemand Schienbeinschutz an? Fantastisch, schon. Wir haben uns jetzt hier Richtung Boden orientiert, sind nach unten gegangen und egal wie das passiert ist, er hat mich jetzt geschlagen, ich habe das gestoppt, entweder durch den Crunch, durch dieses Reflexive, durch die reine Deckung. Was wissen wir über ihn? Er will uns jetzt hier richtig hauen, richtig treten. Damit können wir nicht gut. Das heißt, wir haben hier absolut die Erlaubnis, uns zu wehren. Ne? Und die erste Maßnahme, alles möglich zu unterbinden, wäre, bitte dieses Bein in irgendeiner Form einzufangen. Ich möchte nicht, dass ihr das versucht, mit Fingern zu greifen, sondern wickelt euch darum, denn er möchte das wieder hochziehen. Ne? Also das hier soll halt nicht passieren. Für jeden, der sagt, der kann doch sofort mit diesem Bein treten. Theoretisch kann er jetzt stampfen. Ne? Also wenn du jetzt, komm so, theoretisch schon. Ich garantiere euch, nee, ich garantiere Bullshit, Leute. Ne? Aber ich würde beinahe wetten, dass er erstmal darum bemüht ist, dieses Bein rauszukriegen. Ne? Das ist so das Zeitfenster, was wir nutzen wollen, um sein Mindset anzugreifen. Weil bis jetzt ist er der komplett in Charge ist, der mich hier schwer misshandelt. Und jetzt möchte ich, dass er anfängt, sich um sich zu kümmern. Heißt, sobald ich das in irgendeiner Form gesichert habe, muss ich hier Schaden erzeugen. Denkt jetzt mal nicht an Takedown, weil es gibt auch Leute, die sagen, okay, dann hier so einklemmen und dann so. Das kann auch funktionieren, so gar keine Frage. Ne? Problem ist, dann kommen immer noch weitere Probleme dazu. Was ich möchte ist, hier sofort Schaden zu erzeugen. Denk mal in Kombination von drei oder sowas. Gut, dass du das Ding hast. Kurze Waffen sind immer euer Freund. Das ist so ein schneller Ellbogen, so ein kurzer Hammerfaust, vielleicht so ein kleiner Kick oder sowas. Denkt in diesen Dreier-Kombinationen. Schön Offbeat und bitte nicht zu kampfsportlich, sondern haut da rein. Ich sag nicht, dass ihr nicht beißen dürft oder so, aber immer wo viel Bewegung ist, ist so sehr schwer zu beißen und die Zähne danach noch drin zu behalten. Ne? Heißt, ihr werdet zu Boden geschickt, kommt hier hoch, irgendwas passiert, ich habe sowas gemerkt, das passiert. Ich versuche irgendwas, was ich habe, zu greifen, erkenne ein Ziel und kann jetzt hier anfangen, irgendwie reinzuwirken, irgendwie reinzuhacken oder sowas. Das ist okay. Für uns bedeutet das, dass er sich jetzt rasant rauszieht aus diesem Ding. Und das ist meine Möglichkeit, hier schnell mein Get-Up zu machen und wieder vor die Lage zu kommen. Ja? Weg vom Boden. Der wollte ihn nämlich nicht auch auf den Boden ziehen, am besten noch so drüber rollen und dann liegt er unten und auf einmal ist er ganz passiv und ihr könnt ihn schön mounten und Bullshit. Das kann ja funktionieren, aber wir sehen das nicht so oft in Aufnahmen von echten Lagen. Ne? Heißt für euch, bitte zusehen, dass er sich um sich kümmert, dass er merkt, holy shit, was passiert hier? Geht raus und bumm, ihr hoch in die Flummi, wa? Aufpassen jetzt, ne, ihr habt keine Schienbeinschoner an, so ein Ellbogen ins Schienbein ist so sehr unangenehm.